Dunkeleisenarena. Das sollte eure Fähigkeiten hinreichend auf die Probe stellen, Sterblicher. Okay. Dunkeleisenarena. Jetzt habe ich wieder nicht. Warte mal. Ruft einen Zuschauer mit Spott herbei. 1-1 Spott. Wir haben also jede Runde einen 1-1er Spott. Nehme ich da, gehe ich davon aus, wenn der 1-1 hat. Ein 1-1er Spott. Das heißt, ich muss jede Runde einen 1-1er Spott wegmachen. Zusätzlich. Das heißt, sowas wie Facehunter wäre ziemlich doof. Ja, nun, ich meine, ist absolut kein perfektes Zudeck. Das ist ein ziemlich zusammengewurscheltes Zudeck, wenn mir den ganzen Karten fehlen. Aber das wird da wohl, wenn ich immer 2-3 Einheiten auf dem Brett habe und gut nachziehen kann, sollen besser funktionieren. Ich weiß natürlich nicht, was sonst noch für ein Käse macht. Gul'dan gegen die Dunkeleisen-Arena. Arena, na dann. Ein neuer Herausforderer. Eure Seele wird mir gehören. Schauen wir noch, dass wir noch was anderes kriegen. Ja, ganz gut. Wir fangen hier sowieso nicht mit Münze an. So. Meine Damen und Herren Zwerge, heute bieten wir eine Mordshow. Die größten Legenden Azeroths gegen einen einzigen Abenteuer. Was soll das denn jetzt heißen? Ich grüße euch. Keiner kann gegen all diese Legenden bestehen. Oh nein, spielen wir gegen Total Biscuit. Gerade von seinem Wie geil ist das denn? Zurück, Meisterangler Ned Pagel. Das Angeln ist mein Leben. Ja. Hab einen. Den kriege ich in absehbarer Zeit noch nicht tot. Muss ich aber auch gar nicht. Muss ich den rushen? Ich habe keinen. Jetzt hat er zumindest den hier noch nicht gemacht. Oh, das Publikum ist schon ganz ungeduldig. Er kommt jetzt, Milhouse. Ja, mit euch kann ich's auch. Nee, hat er nicht. Ich bin ein Trottel. Wir hätten irgendwas spielen sollen, wo ich tatsächlich mit angreifen kann gerade. Im Moment hat er noch keine große Bedrohung gespielt. Hab ein! Ja, danke. Das ist hier, ich bitte mal. Ja, mit euch kann ich's aufnehmen. Blubber, blubber. Oh, ich hab den Hammer kaputt gemacht. Kriegst nicht noch mehr Karten. Jawohl, Mugler. Erwartet uns der Bananenmeister selbst. König Mugler. Bekomme ich den irgendwie aus der 4-5? Nee, kriege ich nicht. Hat der auch Zauber oder sowas oder spielt er da rein nach hier den ganzen Quatsch da? Ich brauche jetzt mal irgendeinen Schläger, der was aushält, der die ganze Zeit diese 1-1er da wegmachen kann. Das ist eigentlich er hier. Und wie mache ich Muckler weg? Mache ich Muckler überhaupt weg? Müsste ich gar nicht. Eine Banane für ihn hier. Freigesetzt, ich mach Muckler noch nicht weg. Ah, das wird ein Spaß. Ach, kommt schon! Wer hat denn den in die Arena gelassen? Danke für die kostenlose Banane. Ja, mit euch kann ich's aufnehmen. Danke, Muckler. Das ist schön.
Da hätten wir direkt was für den Muckler, beziehungsweise auch für den Millhaus. Aber... Macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Oder gehe ich mit 16 nicht schon direkt auf die Fresse? 16, 17, 19. 19. Oder? Er macht keinen großen Unterschied. Tot ist er noch nicht. Aber so gut wie. So gut wie. Mein Schild für Argus! So gut wie. Schauen wir mal. Sein Sohn soll eines Tages in seine Hubstadt treten. Macht ein wenig Lärm für Kern Bluetooth. Wir hätten ja tatsächlich so ein bisschen Publikum einspielen sollen. Tut mir fast schon leid, dass ich den schon besiegt habe. Ich würde sogar noch ein paar von den anderen Legenden sehen. Ich weiß allerdings nicht, wenn ihr jetzt auf 7 den Geddon spielt, dann ist ja alles tot. Oder? Geddon ist 7? War 8? Ich weiß es nicht. So. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Perfekt. Perfekt, Herr Jongleur. Das hätten sie nicht besser hingekriegt. Direkt ins Auge. Direkt ins Auge. So, wir wollen aber hier auf jeden Fall. Wir wollen uns auf jeden Fall hier noch die Fußstapfen von Kay, nämlich dem Bane, angucken. Wie können wir das denn noch am sinnvollsten rauszögern? Wir können auf jeden Fall noch gucken, was in meinem Schredder drin ist. Versüßt mir den Tag. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Dann können wir noch einen Golem spielen. Oh. Ah, das wird ein Spaß. Okay, das war mit zu richtig easy. Weiter so. Und dieser Berg wird Ragnaros bald los sein. Dich werde ich läutern, du Räucherwelpling. Du Welpling. Ich gehe mal davon aus, im Legendenmodus wird das ein bisschen kniffliger.